Da das Kondensat aus einem schwachen Säuregemisch besteht, sollte beim Entleeren Hautkontakt unbedingt vermieden werden. Die Kondensatfalle darf nicht bei laufender Messgaspumpe entleert werden. Zum Entleeren der Kondensatfalle halte ich das Messgerät senkrecht, sodass der Kondensatauslass nach oben zeigt. Als nächstes öffne ich den Entleerstopfen und leite das Kondensat in ein Auffanggefäß. Resttropfen am Kondensatauslass tupfe ich mit einem Tuch ab. Nun schließe ich den Kondensatauslass wieder.